Da lese ich euch jetzt was vor von Tod zum Leben. Wisst ihr, in 2. Korinther 3, 6 heißt es, er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Ich habe euch gesagt, Jesus ist nie gekommen, um aus bösen Menschen brave zu machen, sondern aus Toten Lebendige. Amen. Kannst jeden Tag sagen, Herr, erneuere das volle Leben in mir. Ich will leben in jeder Faser meines Seins. Amen. Und er tut's. Ich habe mich ja jahrzehntelang angestrengt. Jedes gute Werk, das ich sah, war meine Verpflichtung. Ich besuchte Exerzitien und Einkehrtage, weil ich dachte, nur so Gott näher kommen zu können. Ja, ich wollte die Welt verbessern. Jede Not war mein Problem. Nein war ein schmutziges Wort. Ich musste geben, selbst wenn ich nichts mehr hatte. So ein Blödsinn. Also. Ja, aber wie oft sagen wir, die gute Haut, die gibt immer noch, als wenn sie nichts mehr hat. Wenn ich nichts mehr habe, kann ich nichts mehr geben. Und oft wollte ich am Morgen nicht aufstehen, weil ich solche Angst hatte, gleich wieder Fehler zu machen. Die ganze Zeit war tun, nicht tun, nicht tun, nicht tun. Bis ich völlig erschöpft zusammengebrochen bin. Und Gott mir gezeigt hat, dass es alles Eigenanstrengung war, um mich zu profilieren vor den Menschen, vor ihm und vor mir selbst. Amen. Extrem anstrengend. Als ich dann bei einem Klassentreffen später einmal zu den Mitschülern gesagt habe, ihr Lieben, jetzt bin ich wirklich erlöst. Dann habe ich gesagt, von was denn? Dann habe ich gesagt, von braven Menschen. Ich kann jetzt auch schlimm sein und Gott liebt mich trotzdem. Weil sie gesagt haben, von was denn? Du warst ja immer die Bravste. Dann habe ich gesagt, von braven Menschen. Ihr Lieben, ich bin kein braver Mensch mehr, aber ich bin ein lebendiger Mensch. Ich mache nicht mehr alles, was alle wollen. Amen. Halleluja. Es ist nämlich absolut unmöglich, in unserer eigenen Kraft zu tun, was im Reich Gottes nötig ist. Amen.